Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Video meiner YouTube SEO Checklist. Heute geht es mit dem dritten Teil weiter. In den letzten beiden Teilen haben wir uns einmal beschäftigt mit dem Kanal. Also der Kanal hieß eine Kategorie. Und gestern haben wir uns in der Kategorie, die hieß vor dem Hochladen, haben wir uns unter anderem mit Call to Action befasst. Also, dass ihr im Video eure Zuschauer aufmerksam machen sollt, das Video zu liken oder euch zu abonnieren. Weil sie es von selber leider nicht machen. Sie würden es wahrscheinlich sehr gerne, aber sie machen es leider von alleine nicht. Und außerdem haben wir noch ein bisschen über die Abonnenten gesprochen und über den Pfeilname von eurem Video, da es doch manchmal schlauer wäre, auch beim Schneiden das Video schon zu betiteln und nicht irgendwie zu schreiben, Video xy.avi oder .mov war das, glaube ich, ne, diese Videodatei. Wer es nicht gesendet hat, könnt ihr jetzt nochmal hier irgendwo im Video vorbeiklicken. Ist nochmal verlinkt und auch ganz zum Schluss nochmal, gar keine Frage. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema auf YouTube, wo es unter anderem auch um Thumbnails geht, über guten Titel und vieles, vieles mehr jetzt in der dritten Folge. So, dann kommen wir jetzt also zur dritten Kategorie meiner YouTube SEO Checklist. Die letzten beiden Tage haben wir also verbracht mit der Kanal und dann einmal vor dem Hochladen. Heute geht es also bei auf YouTube schon ein bisschen um das Video, das ihr dann hochladet und um die Beschreibungen und um die Texte. Wir fangen einfach mal an mit der ersten Unterkategorie und zwar heißt die wieder, oder was heißt wieder, sie heißt Keywords am Anfang. Das hatten wir ja bei den letzten beiden Kategorien auch schon, die Keywords, und da steht folgendes. Habt ihr erstmal die richtigen Keywords gefunden, dann ist es wichtig, dass ihr diese an den Anfang von jedem Text stellt. Sind die Keywords zum Beispiel Torte backen, dann fangt eure Texte damit an. Schreibt nicht, ich zeige euch, wie man eine Torte backt, sondern Torte backen. So mache ich das. Ich habe nochmal ein besseres Beispiel rausgesucht oder mir selber eins rausgedacht. Und zwar zum Beispiel kann man das auch machen mit Thumbnail erstellen oder auch, jetzt die etwas längere Version, ich zeige euch, wie man Thumbnails erstellt. Genau, also wie gesagt, Keywords haben Anfang, das hatten wir auch, glaube ich, bei vor dem Hochladen schon, dass ihr wirklich nur die wichtigsten Wörter mit reinnimmt in so einen Text. Das beinhaltet, glaube ich, die Videobeschreibung. Oder ist das schon die Videobeschreibung? Ich glaube, das ist ein ganz normaler Text halt. Und genau, also versucht möglichst kurze Keywords zu finden. Am besten die aus zwei, sag ich mal, Silben bestehen. Also zum Beispiel Torte backen. Und halt nicht zu schreiben, ich zeige euch, wie man eine Torte backt. Also nicht so groß irgendwie ausschmücken, sondern versucht euch möglichst kurz zu halten mit den entsprechenden Keywords, die ihr euch erstmal überlegen müsst, die ihr erstmal raussuchen müsst. Wenn ihr die Keywords dann habt, dann könnt ihr anfangen, euren Text zu schreiben. Ist ein bisschen kompliziert vielleicht diese Unterkategorie beschrieben, aber ich habe trotzdem, ihr habt es verstanden. Jetzt kommen wir zur zweiten Unterkategorie, die ist diesmal nicht so schwer zu verstehen. Also die nennt sich der Titel. Und dort steht, sie sollte zwei Funktionen erfüllen. Erstens die Keywords enthalten. Und zweitens den Besucher zum Klicken verführen. Verwendet am Anfang des Titels also keine Wiederholungen, wie zum Beispiel langweiliger Podcast Folge 23, sondern geht sofort auf den Inhalt ein. Denn oft ist es so, dass nicht der volle Titel des Videos angezeigt werden kann. Also gehen wir nochmal auf die Funktion ein. Erstens natürlich die Keywords enthalten. Wenn ihr euch also im Beispiel davor für Thumbnail erstellen entschieden habt, dann sollte der Videotitel natürlich auch mit Thumbnails erstellen natürlich beginnen und nicht wie gerade in dem Beispiel langweiliger Podcast Folge 23, sondern geht sofort auf den Inhalt ein. Was macht ihr in diesem Video? Ja, wenn ihr zum Beispiel etwas auspackt, schreibt ihr zum Beispiel Unboxing Webcam oder Unboxing neue Tastatur oder keine Ahnung, neues System oder was weiß ich, ihr versteht hoffentlich das, was ich meine. Dafür haben wir nochmal zwei Beispiele auch. Schlecht, also ein schlechtes Beispiel, das ist zum Beispiel Gutenberg Akademie Lehrvideo 42, wie erstelle ich einen YouTube-Kanal? Das wäre nicht so gut, weil es ist wieder zu weit und zu lange ausgeführt und war ja gerade die Rede davon, es oft so ist, dass nicht der volle Videotitel angezeigt werden kann. Deswegen ist es auch wichtig, sich so kurz wie möglich zu halten, also nur die wichtigsten Wörter, ja. Die sogenannten Keywords hatten wir ja auch in der letzten Unterkategorie gerade. Ne? Also da müsst ihr darauf achten und ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel Keywords finden, YouTube-Kanal einrichten, Folge 1 von insgesamt 8 und dann dahinter halt Gutenberg Akademie.
so mache ich das halt auch eigentlich. Also ich schreibe zum Beispiel bei FIFA 16, wieder FIFA bestes Beispiel, schreibe ich immerhin FIFA 16, dann den Folgentitel, dann gegen wen wir spielen, der Spieltag noch dazu und dann halt noch meinen Kanalnamen und dann ganz zum Schluss halt nochmal Let's Play FIFA 16. Das muss man vielleicht nicht machen, mache ich auch bei GTA so, mache ich bei jedem Let's Play irgendwie, aber wie gesagt, man hat halt nicht so viel Platz und wenn ich da hinschreiben würde, immer heute spielen wir gegen Borussia Mönchengladbach oder ich spiele gegen den SV Werder Bremen, FIFA 16 oder so, das ja, gehört eigentlich unten in der Videobeschreibung rein. Dazu kommen wir jetzt aber gleich bei der nächsten Unterkategorie. Also beim Titel nochmal zusammengefasst, sollte es die Keywords enthalten, wie zum Beispiel Thumbnail erstellen den Besucher zum Klicken verführen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade gesagt habe, auf jeden Fall den Besucher zum Klicken verführen. Also der Titel sollte sich interessant anhören, wo man als Zuschauer denkt, oh, das hört sich interessant an. Da möchte ich gerne mehr drüber wissen. Da klicken wir mal auf das Video drauf. Dann habt ihr eigentlich schon die Hälfte erreicht. Dann muss das Video nur noch gut sein und dann habt ihr das eigentlich schon fast. Ganz so einfach ist es manchmal nicht, wie ich es euch jetzt hier erzähle, aber wenn ihr es ein paar Mal gemacht habt, dann werdet ihr merken, man kommt da ganz schnell rein und dann weiß man auch, was zu tun ist. Also, das war die zweite Unterkategorie, der Titel. Kommen wir zur nächsten Unterkategorie, die ist nicht ganz so lang, die nennt sich Beschreibung. Wie immer solltet ihr mit den Keywords beginnen. Wenn ihr wollt, dass eure Besucher später auch auf eure Website gehen, dann schreibt nach dem ersten Satz sofort einen Link rein. Die wenigsten werden auf, in Anführungszeichen, mehr klicken. Außerdem werden bei vielen Social Networks nur die ersten beiden Zeilen ausgelesen. Also zum Beispiel Facebook oder Twitter. Bei Twitter haben wir ja nur 140 Zeichen leider. Waren es 140 oder 170? Ich glaube 140 Zeichen. Auf jeden Fall zu wenig. Und ihr merkt das schon, diese Keywords, die ziehen sich wie ein roter Faden durch diese ganze große Kategorie auf YouTube. Wie ihr gerade schon beschrieben, solltet ihr mit den Keywords beginnen. Also bleiben wir mal bei Thumbnail erstellen. Dann fangt ihr zum Beispiel an mit Thumbnail erstellen. So mache ich das. Oder irgendwie, ihr schreibt hin Thumbnails erstellen und dann halt noch einen Link rein posten. Vielleicht einen Abonnier-Button-Link oder einen Link, wo ihr die Zuschauer euren Kanal abonnieren könnt. Oder einen Link, der auf ein weiteres Video verweist. Also ihr wisst, was ich meine. Denn wie gerade schon gesagt, die wenigsten werden auf mehr klicken, also dieses mehr anzeigen und die ganze Videobeschreibung lesen. Außer, sag ich mal, die werden im Video darauf hingewiesen, dass sie unten in die Videobeschreibung reinschauen sollen. Dort stehen dann mehr Infos. Und bei vielen Social Networks, wie gesagt, werden eh nur die beiden Zeilen gezeigt. Also bei Twitter ist das auf jeden Fall fast so, wie es bei Facebook ist, weiß ich nicht. Da teile ich meine Videos nicht. Bei Google Plus machen sie, glaube ich, das komplett. Dass es, glaube ich, komplett geteilt wird. Den Folgentitel oder die Beschreibung, die man halt selber macht, wenn man ein Video veröffentlicht. Deswegen schön drauf achten, dass ihr die Keywords wieder mitbenutzt. Zieht sich, wie gesagt, wie ein roter Faden durch die ganze große Kategorie hier. Ne? Schön drauf achten. So, das war die dritte Unterkategorie. Wir kommen zur vierten Unterkategorie. Und zwar nennt sich diese Tags. Und zwar steht da, jetzt geht es an die Verschlagwortung. Auch hier zählen die ersten drei Keywords am meisten. Man sollte aber darauf achten, dass, jetzt haben wir wieder das Beispiel mit dem Torte backen. Wir nehmen das mal mit dem Thumbnail erstellen. Das klingt, glaube ich, besser. Also da steht, also ich würde das jetzt so ersetzen. Jetzt geht es an die Verschlagwortung. Auch hier zählen die ersten drei Keywords am meisten. Man sollte aber darauf achten, dass Thumbnail, erstellen, was anderes ist als Thumbnail erstellen. YouTube bevorzugt zusammengesetzte Keywords, aber übertreibt es nicht. Verwendet nicht jede mögliche Kombination. Schreibt also nicht auch noch Thumbnail erstellen, Video-Thumbnail erstellen und so weiter hin. Das wird als Spam angesehen. Schreibt weitere Worte einfach als Einzeltags rein. Zum Beispiel halt Thumbnail, Video-Thumbnail und so weiter. Versucht so viele relevante Keywords wie möglich zu verwenden. Ich denke mal, auch wenn der Text jetzt ein bisschen lang war, das versteht sich auch von selber. Man soll es nicht übertreiben, wenn man jetzt also ein Video hat, wo man Thumbnails erstellt, bleiben wir einfach dabei, wie ich gerade schon gesagt habe, dass man vielleicht Thumbnail erstellen, dann einmal vielleicht Video-Thumbnails, dann vielleicht reinschreiben, wie mache ich Thumbnails und so weiter. Also egal, welche Tags man, glaube ich, benutzt, es klappt mal mehr und mal weniger. Ich meine, wenn die Leute eure Videos mögen, dann würden sie auch so eure Videos gucken, auch wenn keine Tags vorhanden wären. Aber, wie gesagt, versucht
trotzdem nicht so viel zu nehmen, nicht so viel Unnötiges, weil, wie gerade schon gesagt, wird es dann als Spam gezeichnet und dann werden natürlich eure Videos auch mehr nach hinten gesetzt in die Suchergebnisleiste, sagen wir mal so. Oder halt bei der Videosuche wird das Video auf Seite 10 gestellt, anstatt auf Seite 2 oder 3, was euch natürlich ein paar mehr Klicks gebracht hätte, eventuell. Aber wie gesagt, wenn eure Zuschauer eure Videos eh mögen, dann schauen sie eh regelmäßig vorbei. Also, ne? Ihr wisst schon, was damit gemeint ist. Dann kommt eine ganz kleine Unterkategorie, und zwar Untertitel. Ihr könnt selber eure Texte als Untertitel einfügen, dann weiß YouTube, welche Worte in den Videos vorkommen. Das, weiß ich nicht, das hat YouTube, glaube ich, eingeführt für Gehörlose. Für Gehörlose. Und für englischsprachige Menschen, die ein deutsches Video mal anschauen wollen. Damit kann man das natürlich auch machen. Oder halt, wenn es ein schwäbisches Video ist oder halt ein bayerisches Video, wo nur bayerisch halt gesprochen wird und die Leute das nicht so gut verstehen. Ich weiß nicht, ich habe es wie gesagt selber noch nie erfahren. Ich habe auch selber solche Videos noch nicht geguckt, aber ich könnte mir das so vorstellen, dass man zum Beispiel jetzt auf Deutschland bezogen, auf deutsche Videos, wenn es Menschen gibt, die einen anderen Akzent sprechen. Ich spreche zum Beispiel Hochdeutsch, ja, also bei uns gibt es kein Hamburgerisch, kein Plattdeutsch, kein Schwäbisch, wie gesagt, kein Berlinerisch. Ganz klassisches Hochdeutsch, aber zum Beispiel in Videos, wo nur bayerisch gesprochen wird, sind vielleicht auch Worte dabei, die man als Normaldeutscher, als Normalhochdeutscher leider nicht versteht. Und ich verstehe das auch so wieder, dass man in diesen Untertiteln halt diese Worte dann übersetzt ins Normaldeutsche, sagen wir, also von bayerisch ins Normaldeutsche. Zum Beispiel könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn ihr schon Erfahrungen damit gemacht habt, könnt das ja mal unten in die Videobeschreibung reinschreiben, würde mich auch mal persönlich interessieren. Aber ich kann dazu, wie gesagt, jetzt nicht sagen, weil ich das noch nie erlebt habe, leider, muss ich mal sagen. Deswegen haken wir den Untertitel auch mal ab und kommen zur vorletzten Unterkategorie von auf YouTube, und zwar nennt sich die Anmerkung. Die Anmerkungen sind aus zwei Gründen wichtig. Zum einen könnt ihr darin weitere Links auf eure Videos mit Keywords versehen und zum zweiten ermöglichen euch diese auch eure Zuschauer zu binden, denn je mehr Videos die, also damit sind die Zuschauer gemeint, auf eurem Kanal ansehen, desto besser wird euer Ranking und dadurch die Position eures Videos in den Suchergebnissen. Also ihr könnt zum Beispiel ganz am Ende des Videos, so wie ich das immer mache, einen Abonnier-Button mit reinfügen und dann dementsprechend den auch verlinken. Ja, wie das geht, könnt ihr euch ja mal auf YouTube natürlich ein Tutorial ansehen, wie man Anmerkungen in ein Video einfügt. Es ist gar nicht so schwer. Ihr könnt dort auch, wie gesagt, das nächste Video verlinken, die vorherige Folge, die Playlist, wie gesagt, oder könnt halt nochmal die Zuschauer dran erinnern. Da haben wir es wieder mit dem Call to Action, ne? Also ihr seht, diese YouTube SEO Checklist, viele Unterkategorien überschneiden sich auch so ein bisschen. Also die haben mehr oder weniger etwas miteinander zu tun. Also ihr schreibt zum Beispiel in eine Anmerkung rein, vergesst nicht zu abonnieren, schaut doch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei oder so, dann könnt ihr ja die Facebook-Seite noch verlinken, ne? Also das hängt, wie gesagt, damit zusammen. Ich denke mal, die meisten wissen auch, was damit gemeint ist. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Unterkategorie heute bei auf YouTube. Und zwar nennt sich die benutzerdefiniertes Thumbnail. Wenn das Video soweit fertig ist, solltet ihr noch ein eigenes Thumbnail hinzufügen, indem ihr das beste Bild mit einem Text verseht. Das wirkt sich zwar nicht direkt auf die Suche aus, aber für den Suchenden wird das Video so unwiderstehlich. Und je häufiger das Video geklickt wird, desto weiter wandert es an die Spitze der Suchergebnisse. Also es kann auch nur von Vorteil sein. Da kann ich wieder ein Beispiel aus meinen Videos oder aus meinen Thumbnails sagen. Bei GTA versuche ich ja immer so eine spannende Szene rauszusuchen und die dann in Thumbnail mit reinzufügen, dass das Interesse der Zuschauer geweckt wird. Sag ich mal, bei FIFA geht das schlecht, weil man würde spoilern, finde ich. Oder wenn man halt eine Szene aus dem Spiel nimmt, das ist ein bisschen langweilig für ein Thumbnail. Bei Zelda hätte ich das wie bei GTA eigentlich machen können, aber da wollte ich diesmal was Besonderes haben. Da habe ich extra jemanden gefragt, ob jemand ein handgezeichnetes Thumbnail machen kann. Also Thumbnails handgezeichnet, da gibt es ja so ein bestimmtes Zeichenprogramm oder so. Und das sieht meiner Meinung nach richtig nice aus. Also hat sie wirklich richtig cool hingekriegt. Aber man kann das natürlich so machen, wie jeder will. Man muss keine benutzerdefinierten Thumbnails machen. Nach dem Hochladen des Videos werden ja von YouTube 3 Zufallsbilder. Gott, jetzt weiß ich das selber gar nicht mehr. Dann werden 3 Zufallsbilder halt gezeigt, von denen man wählen kann. Okay, man kann es machen oder man macht es wie viele andere heute. Man
holt sich irgendwie Photoshop oder GIMP 2.0, ne? Man muss ja nicht unbedingt Photoshop haben, es geht auch mit GIMP, GIMP 2.0 oder auch mit Paint.net, ist auch gar kein Problem und macht damit halt seine benutzerdefinierten Thumbnails. Gar kein Problem. Also, fassen wir auch heute hier nochmal zusammen, wir haben auch schon wieder eine Viertelstunde rum, das zieht sich ganz schön mit der Liste, aber ich finde, es stehen ein paar sehr wichtige Informationen drinne, ja? Also, fangen wir an mit Keywords am Anfang, da mal mit dem Beispiel Thumbnail erstellen, schreibt am besten Thumbnail erstellen in den Text und nicht, ich zeige euch, wie man Thumbnails erstellt. Haltet euch so kurz wie möglich. Dann kommen wir zu dem Titel. Dort solltet ihr die Keywords enthalten. Also nehmen wir mal das Beispiel mit dem Thumbnail erstellen, dass ihr Thumbnail erstellen reinschreibt und den Besucher zum Klicken verführen. Das heißt, ihr müsst die Texte oder den Videotitel nicht so lange schreiben, nicht so in die Länge ziehen, sondern haltet den auch so kurz wie möglich. Beispiele haben wir ja auch schon mal besprochen. Müsst ihr einfach nochmal zurückspulen. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen. Dann die Beschreibung. Dort solltet ihr auch, wenn es geht, mit den Keywords, die ihr benutzt habt, also zum Beispiel Thumbnail erstellen, ja, bleiben wir mal dabei. Genau, und falls ihr auch wollt, dass eure Zuschauer die Website zum Beispiel geben, wenn ihr eine Website habt oder eine Facebook-Seite oder ihr fügt einen Abonnier-Button-Link mit ein oder den Link, wo die Zuschauer euren Kanal abonnieren können, dann, genau, könnt ihr den noch mit reinfügen, weil sehr wenige klicken halt, wenn es um Videobeschreibung geht, unten auf mehr Anzeigen und lesen sich die ganze Beschreibung durch. Das ist dann einfach zu viel. Leider. Ist zwar keine große Arbeit, sag ich mal, aber okay. Ist halt heutzutage so. Dann zu den Tags. Da solltet ihr natürlich auch nur die Tags benutzen. Nochmal vorneweg, welches aufs Video passen. Also nicht irgendwie unter ein Minecraft-Video schreiben FIFA oder so. Oder unter ein FIFA-Video Minecraft schreiben. Das hat sehr wenig Sinn. Und YouTube bevorzugt natürlich zusammengesetzte Keywords, aber bitte übertreibt es nicht. Ja, also zum Beispiel, wenn ihr schreibt Thumbnail erstellen, also zusammen Thumbnail erstellen oder Video Thumbnail, ne, aber nicht so ausschmücken, nicht so übertreiben, weil dann wird das als Spam angesehen, wird als Spam markiert und dann wird euer Video ein bisschen weiter hinten eingestuft, das wollt ihr ja nicht. Bei Untertitel, wie gesagt, das habe ich so verstanden, wenn jetzt zum Beispiel ein bayerisches Video ist, dass das auf Hochdeutsch übersetzt wird, weil es gibt auch ein paar Leute, die verstehen leider nicht so gut Bayerisch, aber es kann auch was komplett anderes sein. Da habe ich auch schon mal nachgeforscht, da habe ich nichts weiter zu gefunden. Also, wenn sich damit irgendeiner noch ein bisschen besser auskennt, er kann es ja mal unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Dann der nächste Untertitel war Anmerkung. Dort könnt ihr natürlich auch Links von Videos reinposten oder ihr macht ein Call to Action, ja, was ich euch erzählt habe, dass die Werbung macht dafür, dass die Leute ein Like geben auf das Video oder euren Kanal gerne auch abonnieren können. Es würden viele machen, hatten wir ja auch schon mal Call to Action, aber sie kommen leider nicht drauf. Sie vergessen es dann im Laufe der Zeit oder sie sind einfach zu faul, das zu machen, weiß ich nicht. Und der letzte Untertitel, da hatten wir benutzerdefinierte Thumbnails. Sieht immer ein bisschen schöner aus, aber wie gesagt, man muss es nicht machen und passt wirklich auf, falls ihr so eine Vorlage schon nehmt von YouTube. YouTube zeigt ja nach dem Hochladen immer 3 Zufallsbilder an, die ihr auswählen könnt, als Thumbnail, dass nichts gespoilert wird. Sonst wird es ein bisschen langweilig. Gestaltet das so ein bisschen mit Freude, mit Mut, mit ein paar Effekten vielleicht, dass es für den Zuschauer interessant rüberkommt, dass der Zuschauer gar nicht anders kann, als auf das Thumbnail dann zu klicken oder auf das Video, um sich das Video dann anzuschauen. Also, das war die heutige große Kategorie auf YouTube. Es war heute ein bisschen mehr, ich glaube, die meisten Unterkategorien. Morgen beschäftigen wir uns dann mit der letzten großen Kategorie dieser YouTube SEO Checklist und zwar nach dem Veröffentlichen. Da ist es dann wieder ein bisschen leichter zu verstehen. Das war vom Verständnis her vielleicht nicht ganz so leicht, aber ich hoffe, ihr konntet es verstehen. Wenn nicht, schaut euch einfach nochmal die Sachen an im Video. Schaut euch das Video nochmal an und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, eine positive Bewertung oder abonniert meinen YouTube-Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt und schaut bei der letzten Folge vorbei. Dort ging es also vor dem Hochladen. Ja, könnt ihr jetzt hier nochmal auf die Tafel draufklicken, auf schicke Thumbnail von der zweiten Folge. Und dann würde ich euch sagen, sehen wir uns morgen wieder zum letzten Tag mit dem großen, großen Überthema nach dem Veröffentlichen. So, also haut rein und ciao!